Der Botschafter des Papstes muss viele Hände schütteln bei seinem ersten Empfang in der Nunziatur in Berlin-Neukölln. Rund 200 Gäste aus Politik, Kultur, Gesellschaft und Medien sind gekommen und zum Teil von weit her angereist, wie etwa Fürstin Gloria von Thurn und Taxis aus Regensburg. Nach anfänglichem Smalltalk werden die Themen ernst, auch in der Ansprache des apostolischen Nunzius. Der Heilige Stuhl bemüht sich stets um Frieden in der Welt, besonders in Syrien und im Nahen Osten. Papst Franziskus betont, dass die aktuellen wirtschaftlichen Krisen ihre Wurzeln in der ethisch-moralischen Frage haben. So ist es notwendig, das Modell bestätigen Wachstums in der Wirtschaft zu modifizieren und die menschliche Person wieder in das Zentrum zu stellen, weil wir in einer Welt leben, für die eine globale Solidarität charakteristisch sein sollte. Papst Franziskus hat den 63-Jährigen aus gutem Grund in diesen Dienst berufen. Eterovic ist ein erfahrener Kuriendiplomat. Schon vor 33 Jahren trat er in den Dienst des Vatikans ein. Das ist ein sehr wichtiger Dienst. Der Heilige Vater Franziskus hat mir gegeben. Der apostolische Nunzio hat einen besonderen Dienst, kirchliche, auch soziale. So wie Repräsentant der Bischof von Rom möchte ich die Beziehungen zwischen Heiliger Stuhl und der katholischen Kirche in Deutschland verbessern. Aber auch Heiliger Stuhl hat sehr gute Beziehungen mit der Deutschland, wie steht. So auch ich möchte diese Beziehungen zwischen den Politikern, auch die sozialen Arbeiter mit Heiliger Stuhl auch verbessern. Der päpstliche Diplomat ist in Berlin schnell heimisch geworden. Er steht in guter Verbindung mit kirchlichen und weltlichen Vertretern und führt täglich viele Gespräche in und außerhalb der Nunziatur. Wenn er zwischendurch Zeit hat, zieht er sich gern in die Kapelle des Hauses zurück, zum Beten oder zum Orgelspiel. Nikola Eterovic ist ein Kosmopolit, der 7 Sprachen spricht. Deutsch hat er bereits 1977 bei einem Studienaufenthalt in Passau gelernt und will weiter daran arbeiten. Die Kirche in Deutschland sieht der Botschafter des Papstes auf einem guten Weg, auch wenn es zu wenig Priester gibt und immer mehr Mitglieder der Kirche den Rücken kehren. Ich bin sehr froh, dass die katholische Kirche in Deutschland ist sehr sozial engagiert, nicht nur in Deutschland, aber in der ganzen Welt. So, ich habe gesehen, dass die deutschen Katholiken, die deutschen Christen, die deutschen Leute sind sehr großzügig. Sie helfen zu vielen, die Armen in der ganzen Welt. Das ist eine sehr wichtige Dimension der katholischen Kirche auch in Deutschland. Eine Dimension, die auch der Vatikan fest im Blick hat. Das bringe einen frischen Wind in die katholische Weltkirche. Das ist ein großer Geschenk der Heilige Geist für die Kirche, aber auch für die ganze Welt. Wir brauchen so eine gute Leute, gute Christen, die auch über die sehr wichtige Frage der sozialen, politischen Beziehungen möchte sprechen, in einen richtigen Weg sagen. Das ist sehr wichtig auch für unsere Geschäftler. Der Heilige Vater ist sehr sensitiv. Er hat einen besonderen Feeling für die armen Leute. So viele gibt es Arme in der Welt. Das Wappen des Heiligen Stuhls stehe also für eine regelrechte Aufbruchsstimmung in der katholischen Weltkirche. In Deutschland warten auf den apostolischen Nunzius viele Aufgaben. So müssen etwa verschiedene Bischofsstühle neu besetzt werden. Nikola Eterovic wird Gutachten für mögliche Kandidaten erstellen und sie der Bischofskongregation in Rom empfehlen. Der neue apostolische Nunzius wird also den Weg der katholischen Kirche in Deutschland entscheidend prägen.